Muchacho Sierra. Buenas noches, Muchacho Tequila. Sag, warum treffen wir uns hier in dieser miesen Spelunke? Weil wir reden müssen, wie wir kommen an Pesos, hä? An Geld. Aber warum machen wir das nicht wie immer, hä? Über Telefonito. Weil hier ist Germanico. Und da ist Ortsgespräch inzwischen teurer, als wenn ich anrufe Tante Conchita zu Hause in Mexiko. Mexiko! Mexiko! Ja, verstehe! Größter deutscher Leuteabzucker! Don Diablo Tilgomito hat neues Jahr gebührend begonnen. Denn wenn du in den Genuss der anderen Rabatte kommst, bist du ab 97 am besten blind, taub, stumm, behindert, alt oder noch besser ganz tot. Ja, wenn Mexiko in der EU wäre. Nicht. Wir wollen aus die Telekuma gründen. Dann sage ich doch, die Telekom zockt jeden ab. In Ohnmacht fällt die Oma. Wir setzen dem die Krone auf und gründen Telekoma. Zu Bezos, hä? Na ganz einfach, auf ehrliche Weise, nach Art der Banditos, Postkutschenüberfälle. Oder Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung, das ist doch illegal. Dafür kommst du doch in den Knast, hä? Gefängnis. Was soll ich im Gefängnis? Bin ich Peter Graf? Ja, wenn Mexiko jetzt in der EU wäre. Ha, momento, compañero. Dieser amigo, dieser Gringo Clinton, der ist ja momentan finanziell auch schön weit unten. Warum übernehmen wir nicht Ruder und gründen ein einheitliches Amerika, eine Ami-Union? Und womit willst du die bezahlen? Ja, mit einer Währung, die absolut sicher ist. Dem US-Rubel. Denn von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen. Oder was? Mann, der Jelzin hält doch den russischen Finanzhaushalt auch nur durch Flaschenpfand über Wasser. Meinst du, wir hätten da eine Chance? Sonst wäre unser Bär nicht hier. Pushkina rett! Der Bär an der Frau. Einen Sombrero im Haar und an der Hüfte Kanonen, den Tequila bereit. Wenn es ist noch bereit sein, der ganze Saal im Zentrum. Wir wollen jetzt ein Leben, dann sind wir alle schön blau. Hier einen Scherzo Bombastico nach dem anderen und der pleite Geier kreist immer noch über uns. Kann man denn nicht auch Geld verdienen mit Senoritas, ha? Mit Frauen? Frauen? Also wenn ich da an meine denke, adios Pesos, el famosos bankrottos contos. No, 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 compañero. Körper, capito, comprende? Junge,
schöne, willige Frauen. Mann, damit muss sich doch Geld verdienen lassen. Guck doch mal rüber nach Tschechien. Dort geht das doch auch. Oder denkst du, die Mädels an der E55 stehen alle nur darum, weil sie sich beim Pilzesuchen verlaufen haben? Das ist doch die Idee. Wir gründen ein Bordell. Contemperamento de puro raffa. Bordell. Contin. Enorm grusus fantastico. Bordell. Gute Idee. Aber wer will das bezahlen? Ich, mit meiner Eintrittskarte. Eintritt, die Freiheit nehme ich dir. Einen Sombrero im Haar. Stellst du dir das vor? Wir sind nicht schön, wir sind nicht schlau, wir können noch nicht einmal richtig Deutsch sprechen. Na und? Der Boriso Becker hat's doch trotzdem geschafft. Schau ihn dir doch an, Millionaro Don Bobble. Aber, amigo, nichts gegen Boriso Becker, hä? Seine Sprache ist wie Tennisspiel. Er kämpft um jeden Satz. Ich meine, es hat gut gespielt, aber jetzt habe ich Durst. Durst. Idee. Und wenn wir nun Geld verdienen mit Reklame? Du meinst, wir sollten für den neuen Behrensen Erdbeer-Sellerie-Likör Reklame machen? Wenn der Amigo Junke nach 15 Wodka vor die Kamera torkeln kann, dann werden wir es doch wohl noch schaffen, nach einer Pulle Behrensen hier zum Karneval live umzufallen, oder? Und da haben wir noch nicht mal eine Reporterin verhauen. Naja, der Brennolito Junke hatte bestimmt nur Angst, dass die ihm seine Flasche wegnehmen wollte. Na dann lass uns doch eine Sammelaktion starten. Hä? Schnaps für Harald. Wir nehmen natürlich nur Bargeld. Und dann machen wir einen Handel famoso mit der Banco Germanico und hauen mit der ganzen Kohle ab. Grandioso. Genau wie dieser Leipziger Baulöwe, dieser Gringo, Doktor Jürgen Schneider. Denn Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertrauen Sie uns, Ihre Deutsche Bank. Einen Sombrero im Haar und an der Hüfte. Muchacho, ich glaube, ich habe eines begriffen. Wir Banditos werden ewig bleiben Funzelettos, hä? Kleine Lichter. Denn um richtig groß Kohle zu machen, musst du die Liegen leider ganz rauf und ganz oben sitzen. Musst du die Taschen aufhalten und deine besten Freunde bescheißen. Musst du deine eigene Großmutter verkaufen. Und sei es nur für eine klitzekleine Pflegeversicherung. Denn die größten Gauner haben ganz andere. Miethai. Versicherungsboss. Arbeitsamtsfuzzi. Gesundheitsminister. No, Companiero. Der zählt nicht. Ausgeschieden. Rinderwahnsinn. Na gut, Wirtschaftsminister. Bundeskanzler?
UCV-Präsident oder gar Bundesfinanzminister. Nee, so hoch, Amigo Caimelito, wollen wir doch lieber nicht sinken. Denn lieber ein armer, aber ehrlicher Bandito als ein reicher Lump und Halsabschneider, den jeder beim Fasching durch den Kakao ziehen kann. Apropos Fasching. Ja, eben. Weißt du überhaupt, dass der Oelsnitzer Karnevalsverein Geburtstag hat? So, wie alt wird er denn? 33 Promille. Einen Sombrero im Haar und an der Hüfte Kanonen, den Tequila bereit, denn es ist Karnevalzeit, der ganze Freizeitjahr. Wir wollen jetzt einen heben, dann sind wir alle schön blau und darauf ist nichts. Hello! Ja, liebe Narren, das waren Sie also, unsere Los Banditos alias Kai Haberkorn und Roland Herrmann. Und auf Sie ein dreifach Dauerland und Tiefe! Diese ganz berühmte Fernsehserie, die mit 10 Ds beginnt. Mit 10 Ds? Nein, Penny. Das ist doch ganz einfach. Bonanza. Hey! Ja, Bratschatz, Muchachos. Frage, was möchte Kindsteller uns damit sagen? Herr Kapellmeister, bitte einen Ausmarsch für